Dann fangen wir mal damit an, was wir alles benötigen. Also Ventilator läuft. Schauen wir mal, ob das passt. Bevor ihr loslegt, holt euch die Schrauben, die richtigen Schrauben, so wie hier. Das war's. So, hi. Hallo. Wir sind Ivy und Rob und wir bauen unseren eigenen Camper. Und heute geht's daran, eine Dachhaube mit Ventilator einzubauen. Genau. Also der Plan ist jetzt erstmal den Ventilator testen, ob er geht, das ist das Erste. Dann bauen wir ein Konstrukt für den, beziehungsweise den Rahmen für die Dachhaube. Dann geht's hoch, Karosserie durchsägen. Und ja, aber die einzelnen Schritte erzählen wir dann sowieso nach und nach. Und jetzt fangen wir direkt an, oder? Jawohl. Okay, los. Dann fangen wir mal damit an, was wir alles benötigen. Und zwar brauchen wir erstmal Silikonentferner, Ceva, Stichsäge mit Metallaufsatz, Kartuschenpresse, einmal Dekasil, Cuttermesser, etwas Schleifpapier, dann haben wir noch Bremsenreiniger und Glasreiniger, Akkuschrauber bzw. Bohrer und die Tule Dachhaube. Ja, ah, und genau, wir brauchen noch ein Kantholz, das muss man auch noch zusägen. Also unten ist das Bedienpanel, hier auf der Seite. Dann probieren wir, okay? Mhm. Okay, Strom wäre jetzt da. Ja, blinkt schon. Ja, mach mal an. Also Ventilator läuft. Ja, mit der Anleitung, die ist sehr komisch beschrieben, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Rahmen. Also bei dem Modell ist vorgegeben das Innenmaß 402 mm. Deswegen haben wir jetzt zwei Bretter je 462 mm und eins mit 40,2 oder beziehungsweise mit 402 mm. Dann haben wir immer das Innenmaß auf 402 mm. Also mit dem Stromkabel, jetzt haben wir mal hin und her geschaut, es gibt keine Durchführung, die irgendwie Sinn machen würde. Also bleibt nur eins, wir müssen durch den Rahmen durchbohren, damit wir schön das Kabel verlegen können. Nachher sieht man auch nichts mehr davon. Also gleich von vornherein durch den Rahmen durchbohren. Die Rahmen legen wir jetzt irgendwie so an. Auf die gewünschte Position und dann brauchen wir das Innenmaß. Eine Dachhaube, ich muss jetzt durchsägen. Auslegen, ist Dachhaube rein. Ja, komm, Dachhaube rein. So.
Fläche ist draußen, man kann schön durchgucken. Und ja, wer nicht vorhat wie wir, sein Auto neu zu lackieren, da sollte sich hier einfach Kreppband drumherum machen oder ein Tesaband, irgend so etwas. Das verhindert nachher, dass solche Kratzer entstehen. Man kann es aber jetzt sowieso, weil man hier die Kanten lackieren muss, damit kein Rost entsteht, kann man auch das hier gleich ein bisschen mitlackieren, dann passt es schon. In unserem Fall, wir lackieren sowieso das ganze Auto, also müssen wir hier nicht so ganz so vorsichtig sein. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Schauen wir mal, ob das passt. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Ah, sehr schön. Das sieht sehr gut aus. Ah ja. Super. Okay, das passt. So, jetzt muss man auch aufpassen, dass man auch immer. Also hier ist so eine Art Folie, so eine Schutzfolie. Deswegen habe ich mir hier markiert, vorne und hinten. Und genauso auch mit der Schablone, die Holzschablone, dass es immer genau glitzergleich ist. Also schreibt euch oder markiert euch vorne und hinten, genauso wie auf der Holzschablone, markiert euch auch vorne und hinten drauf. Und ja, das sieht schon mal gut aus. Kann wieder raus. So, jetzt wird man hier den Bereich erstmal schön reinigen. Jetzt hier bei der Lackierung geht es eigentlich nur darum, dass die Stelle, an dem wir jetzt das gesägt haben, dass die ein bisschen abgedichtet ist, beziehungsweise vor Rost geschützt ist, mehr nicht. Also das ist keine optische Sache, weil das sieht man nachher auch gar nicht mehr. Oh ja, von dem her muss man da jetzt nicht so Picasso-mäßig arbeiten. Und das Witzige ist wirklich, also wenn man hier auf dem Dach steht und so eine Dachluke einbaut, gucken halt alle Leute, gucken sich an und denken sich, ja, was macht der Trottel da auf dem Auto? Also ist schon ulkig, wie die alle hier vorbeigehen, aber ja, ist halt so. Aber man sieht halt auch nicht alle Tage, dass jemand sein Auto einfach aufsägt. Können wir hier wieder zumachen. So, wieder zumachen die Farbe, das lassen wir jetzt schön trocknen. Und ja, danach geht es an Einbau von dem her. Hallo. Katja hat jetzt Schrauben geholt. Sehr gut. Ja, lass mal abbeißen. Sehr gut. Okay. Auf jeden Fall jetzt ist das Teil mal hier nur zur Probe drinnen. Ich glaube, ich habe so 20 Gramm Essen im Mund, oder? 100 Gramm. So. Problem war, also man hat immer den Holzrahmen, in unserem Fall 5 cm. Angegeben ist, man kann einen Rahmen haben von 4 bis 6 cm. Wenn man über 4 cm ist, dann passen diese Schrauben nicht mehr. Das heißt, die mitgelieferten Schrauben sind immer nur für 4 cm. So, also bevor ihr loslegt, holt euch die Schrauben, die richtigen Schrauben, so wie wir. Mussten die auch erstmal holen. Und ja, Schatz hat schon Hunger. Genau, und probiert es einmal aus. Und ja, das passt soweit. Jetzt können wir auch hochgehen und verkleben. Ja. Ja. Oh ja, das schaffe ich nicht alleine. Oh. Oder wenn. Oder so, ja. Und alle.
Okay, los. So. Wasserspüli, ganz wichtig, und Dekasil. Bitte schön. Ein Messer. Ein Messer. Was haben wir hier? So, bei dem Dekasil haben wir jetzt geguckt, man kann auch Sika Flex nehmen, also ist beides gleich, aber es muss einfach nur für Fensterbauten bzw. Dachhauben geeignet sein, weil die sind ein bisschen elastischer, nicht so wie Montagekleber. Montagekleber, der härtet aus und dann bewegt sich nichts mehr mit. Und ja, deswegen haben wir jetzt Dekasil genommen, weil der war jetzt im Angebot. Ja. Um die Hälfte. Ja. So, also. Ich hätte gesagt, ich mache da. Du kannst beides jetzt voll machen. Ja. Dass ich da voll mache, sondern ja. Da auch noch einmal. Nee, nur das da. Also, wir machen jetzt beide Bahnen voll. Du kannst schon loslegen. Das ist quasi hier alles innen drinnen. Und das hier ist quasi alles, also ab der Linie ist alles Karosserie. Deswegen, wir machen jetzt auf beiden Seiten schön ordentlich drauf. Hat kein Konto, gell? Oh, ein Scheiß da. Eine kaputt gegangen, die andere schafft es nicht. Jetzt haben wir das dritte bekommen von unserem Nachbarn, der ist Glasermeister. Der hat natürlich sowas. Oh nein! Gut. Jetzt? Oh ja. Ja? So, hier kommen jetzt die Kabel durch. Da haben wir vorhin durchgebaut. Die lassen wir hier schön rausgucken. So. Dann kommt der hier drauf. Oh, halt falsch rum. So, dann kommt der hier drauf. Jawohl. Der passt. Ja. So, Yvonne tut vorne mal die Fuge schön. Ja, wie heißt das? Verfugen, schön machen. Sieht gut aus. Schön abgedichtet. So, dann gib mal alles runter, dann machen wir zu. Huh? Also, dann so rum. Den hier drüber. Dann Gummidichtung drauf, da kommt es nicht mehr raus. So, jetzt einsetzen. So, ja. Oh ja, so, auf und zu. Sehr schön. So, jetzt hier noch zwei Schrauben, genauso wie hier noch zwei Schrauben, die fixieren das auch noch zusätzlich. Die müssen wir aber noch besorgen, gell? Und dann kommt als Abschluss nachher der hier drüber, der wird nur noch eingeklipst. Also jetzt müsste man einfach nur noch andrücken. Eine Schraube rein, zweite Schraube rein. Die lassen wir aber jetzt noch weg, weil wir wollen noch erst unser Dach machen, beziehungsweise den Himmel isolieren. Und nachher einen Abschluss bringen, quasi, dass man hier das Holz gar nicht mehr sieht. Und deswegen machen wir das hier noch gar nicht fest. Ja, und das Teil... kann man auf und zu machen. Sieht richtig gut aus, gell, Schatzi? So, das machen wir hier wieder ab. Okay. Ach, war schon angeklipst, hast du gesehen? Ja, ja. So, wollen wir nur noch die richtigen Schrauben und dann fertig. Ah ja. So, jetzt hier ist das Fenster eingebaut. Mit Holz quasi. Jetzt sieht man es mal, wie es aussieht. Und hier drüber kommt noch der komplette Rahmen. Und dann kann man sich vorstellen, wie es ungefähr aussehen würde. So, das wäre jetzt hier der äußere Rahmen. Und die Yvonne hebt den ja noch fest.
Und an sich würde man hier ein bisschen ranziehen, das hier ranklipsen, eine Schraube, zweite Schraube und es wäre fest. Ja, Schatzi? Ja. Und dann könnte man das Teil, sagen wir mal so, zum Zeigen ist ja jetzt noch nicht fest, aber es würde dann auf und zu gehen. So. Gell? Ja. Ja, das war's. Sieht gut aus? Ja. Okay. Ja, so, das war jetzt mal die Anleitung dazu. Und ja, also die Anleitung, was die jetzt mitschicken, das ist richtig kacke. Und ich denke mal, bei den anderen wird es auch nicht besser sein. Weil das Teil ist schon von Thule, also ist eigentlich eine sehr gute Marke. Und ja, bevor ihr da rangeht, guckt euch das Ding ganz genau an. Und holt euch alle Schrauben im Vorfeld. Und ja. Ja, und auf dem Trockenen mal so ein bisschen ausprobieren, ob das alles passt. Ja, da, natürlich genau davor immer erstmal hinheben, gucken, ob es passt alles. Ja, Schrauben und so. Ja, genau. Und das war's jetzt. Die Preise blenden wir euch wie jedes Mal ein. Das war jetzt eine Anleitung. Wenn ihr den Rest noch sehen wollt vom ganzen Van, wie wir das gemacht haben, da findet ihr auch die Anleitung. Einfach in den Videos reinschauen. Und ansonsten lasst uns gerne einen Kommentar da, abonniert uns. Abonniert uns und ja, ciao, bis nächstes Mal. Ne? Tschüss.